In diesem Video schauen wir uns WhatsApp-Tipps und Tricks an, die noch nicht jeder kennt. Wenn ihr euch noch nicht so gut mit WhatsApp auskennt, dann könnt ihr hier auf die Infokarte klicken und euch meine anderen WhatsApp-Videos mit grundlegenden Tipps anschauen. Wenn man jemandem einen Chatverlauf schicken möchte, dann macht man meistens einen Screenshot von dem Chat und schickt es als Bild. Doch wenn man mehr von dem Chat zeigen will, als in den Screen passt, dann muss man mehrere Screenshots machen, was schnell unübersichtlich wird. Mit diesem Trick kann man die Screenshots aber automatisch zusammenfassen und einen großen Screenshot erstellen, der den kompletten gewünschten Bereich des Chats erfasst. So kann man sich dann bequem den Chat anschauen. Auf vielen Samsung-Geräten wird einem, wenn man einen Screenshot gemacht hat, hier unten ein Plus-Icon angezeigt. Wenn man darauf tippt, dann scrollt es im Fenster automatisch weiter, erfasst einen nächsten Screenshot und fügt den an den davor an. Wer diese praktische Funktion nicht auf dem Handy hat, kann sich für Android die App Stitch & Share herunterladen oder für iOS Stitch It, wo man mehrere Screenshots ebenfalls zu einem großen zusammenfügen kann und auch noch bestimmte Textpassagen mit einem Balken überdecken kann. Wie findet man heraus, ob man in WhatsApp von jemandem geblockt wurde? Erstes Indiz ist, dass man auf einmal nicht mehr das Profilbild des anderen sieht. Wenn das der Fall ist, kann man, um sicher zu gehen, eine WhatsApp-Gruppe erstellen und versuchen, diese Person da einzuladen. Wenn das nicht geht und so eine Fehlermeldung kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass du geblockt wurdest. Mit der App Buja kannst du mit bis zu 12 WhatsApp-Kontakten Gruppen-Videochats führen. Das geht super einfach und ohne Anmeldung. Man öffnet die App, lädt seine Freunde über WhatsApp ein und los geht's. Ein kleiner Tipp ist, als Nachricht einfach nur ein rotes Herz-Emoji zu senden, denn dann wird das Herz im Chat groß und animiert dargestellt. Wenn man einen WhatsApp-Anruf bekommt und es gerade unpassend ist, dann kann man anstatt auf den roten Ablehn-Button zu tippen, auch hier auf das Text-Icon tippen und eine vorgefertigte Nachricht schicken, sodass der andere Bescheid weiß, warum man gerade nicht telefonieren kann. Wusstet ihr, dass man mit WhatsApp sehr einfach und bequem ein Taxi bestellen kann? Man speichert sich einfach diese Nummer als Kontakt und sendet dann bei Bedarf seinen Standort, woraufhin nochmal die genaue Hausnummer im Chat überprüft wird und man die Bestellung mit Ja bestätigen kann. Wenn man mit dem Wort Hilfe antwortet, kann man das Taxi auch noch zu einem späteren Zeitpunkt anfordern. Ein Trick, wie man WhatsApp-Fotos ganz leicht und ohne Kabel auf den PC bekommt. Man aktiviert zuerst WhatsApp Web, indem man auf die Webseite web.whatsapp.com geht und den Code mit dem Handy in WhatsApp einscannt. Dann kann man ein Bild anklicken, es hier auf dem PC herunterladen und hier zu den nächsten Bildern klicken. Wenn WhatsApp deine absolute Haupt-App ist, kannst du auch direkt in WhatsApp einen persönlichen Notizordner anlegen. Entweder du erstellst eine Gruppe mit einer Person und entfernst dann diese Person gleich wieder, sodass du alleine in dem Chat bist, oder du erstellst in den Kontakten dich selbst mit deiner Nummer und schickst dann WhatsApp-Nachrichten an dich selbst. Das können wichtige Notizen sein, die du zum Beispiel in WhatsApp brauchst. Und noch ein praktischer Tipp für WhatsApp auf dem iPhone: Da könnt ihr das Speichern von empfangenen Bildern in der Handygalerie auch für einzelne Personen abstellen. Wenn du das erste Mal hier auf meinem Kanal warst, dann abonniere ihn am besten, denn auf Neuland-Tipps kommen jede Woche neue Tipps für deinen Internetalltag.